Es tut so gut, persönlich mit dir über das Thema zu reden. Ich weiß, vorher konnten wir mein Gesicht nicht zeigen, wir konnten meine Stimme nicht hören, weil ich unter Vertrag war. Ich bin nicht länger unter dieser vertraglichen Vereinbarung. So kann ich persönlich hier sein und das fühlt sich gut an. Ich danke dir so sehr für die Übertragung meiner vorherigen Diskussion mit dir über das Thema Medien und all das. Aber heute ist das, worüber ich wirklich gern reden will, die Medizin, die meine Leidenschaft ist. Und mein ganzer Grund, warum ich in dieses verwickelt bin, ist zu versuchen, den Leuten zu helfen, so gesund zu bleiben, wie unter diesen Gegebenheiten möglich. Ich möchte auch etwas sagen, das sehr wichtig ist für mein Herz. Das ist, dass ich tief patriotisch bin. Das ist alles, was ich wirklich sagen will. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es erleben würde, diese Zeiten zu sehen. Wie du weißt, bekamen wir kürzlich Informationen, die kritisch sind in Bezug auf die Gesundheit. Darum will ich dies zuerst abhandeln und dann können wir zurückgehen und über die anderen Inhalte dieses Aerosol-Sprays reden, die Einwirkung auf den Körper und vielleicht auch über mildernde Medizin. Wir haben durch einen sehr glaubwürdigen Forschungsarzt herausgefunden, dass das, was sich gelegentlich in unserer Atemluft zeigt, vielleicht ein Pilz ist. Der Grund, warum dies so kritisch ist, ist, dass dieser Pilz offensichtlich das Immunsystem dramatisch schwächt, indem er die Nährstoffe aufbraucht, die das Immunsystem benutzt, um zu erneuern und wieder aufzubauen. Und wie jedes System in unserem Körper muss das Immunsystem sich fortlaufend wieder aufbauen. Es nutzt sich ab, ist erschöpft und es muss sich ständig regenerieren. Wenn es nicht diese nährenden Werkzeuge hat, um dies zu tun, wird ihr Immunsystem dramatisch geschwächt, unfähig, mit irgendeiner Art von Eindringling fertig zu werden. Das ist, warum die Leute so viel mehr Erkältungen und grippale Infekte haben, als wir es in den letzten 5 bis 6 Jahren gesehen haben, als wir es seit langer Zeit gesehen haben. Ich weiß, dass bei meinen Klienten diese Dinge wie epidemisch sind. Nebenhöhleninfektionen, Erkältungen und grippale Infekte, das ist die leichtere Seite. Auf der schwereren Seite sehen wir eine Menge mehr Krebs und einige sehr verheerende Krankheiten, Anzeichen zu einem extrem geschwächten Immunsystem. Ein Teil dessen muss diese pilzartige Invasion sein, weil, wie ich schon sagte, dieser Pilz die Nährstoffe frisst, die das Immunsystem benutzt, um sich wieder zu erneuern. Die Leute sagen, nun, was tut man gegen einen Pilz? Nun, es gibt ein paar Dinge, von denen wir wissen, dass sie sehr gut sind. Natürliche Medizin gegen Pilzbefall wie diesen. Knoblauch tötet Pilze ziemlich gut, wenn er damit in Kontakt kommt. Die chinesischen Pilze, Reishi, Shiitake, Mitake, speziell in Form von Extrakt, haben eine hohe Effektivität. Caprylicsäure, die Sie in jedem Reformhaus finden können. Es gibt eine Anzahl von Sachen und zum Schluss kolloidales Silber, von dem wir wissen, dass es ein Hauptmittel gegen Pilz ist. Wenn die Leute ihren Körper betrachten und sagen, warum fühle ich mich immer irgendwie abgeschlagen und müde, bekommen wir jetzt vielleicht gesagt, dass das Blut dieser Person so aussieht wie von vielen, vielen Leuten und in fast jedem zeigt sich dieser Pilz in der Blutbahn. Dies ist also etwas, wofür wir sorgen können. Wenn es aber in den Lungen ist, können wir die Teebaumöl-Inhalation durchführen. Wir wissen ebenfalls, dass wir eine Menge Schwermetalle abbekommen, die alle nicht gut für den Körper sind. Ich möchte sie schnell durchgehen. Ihr Potenzial schadet den Körper, aber es gibt auch hierfür lindernde Medizin, die wir einsetzen können. Wir wissen, dass da einiges Aluminium drin ist und wir wissen ebenfalls, dass Aluminium unglücklicherweise die Blut-Hirn-Schranke durchbrechen kann. Und wir wissen durch die Forschung, dass es mit Krankheiten wie Alzheimer korreliert. Wenn nicht so extrem, dann verursacht es sicherlich den Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Ich bin traurig zu sagen, die Blut-Hirn-Schranke kennt das Aluminium nicht als ein Gift und lässt es ins Gehirn passieren. Die gute Nachricht ist, wenn man genug von essentiellen Fettsäuren im System hat, hat das Gehirn die Fähigkeit, das Aluminium zu nehmen und es aus dem Gehirn in die Haare herauszudrücken. Und ich denke, das ist der Grund, warum viele Menschen, die sich Haaranalysen machen lassen, sehr hohe Konzentrationen von Aluminium in ihren Haaren sehen. Es ist das Gehirn, das seine Arbeit verrichtet, indem es versucht, dieses Gift hinauszubekommen. Einige gute essentielle Fettsäuren, die Sie in Betracht ziehen können, sind Leinöl, Nachtkerzenöl und was mir vor kurzem zugetragen wurde und sehr profund ist, Grillöl. Es ist ein Fischöl, das ziemlich rein ist. Diese essentiellen Fettsäuren erlauben es dem Gehirn, das Aluminium loszuwerden. Wir wissen auch, dass Barium ein Teil dieser Mixtur ist.
Und Barium, das krebserzeugend ist, haut ziemlich viel Kalium aus ihrem Körper und ich sehe bei meinen Klienten eine Menge an Muskelschwäche, eine Menge an Herzflimmern, alles in Bezug auf einen kompletten Verlust von Kalium oder auf dem Weg zu einem niedrigen Kaliumspiegel. Also wissen wir, seitdem wir Barium aufnehmen und es das Kalium hinauswirft, dass wir mehr Kalium ergänzen müssen. Und ich würde zu jedem, der mir zuhört, sagen, die verantwortungsvolle Weise wäre es, was auch immer Sie entscheiden zu tun, mit Ihrem Arzt zu sprechen, denn Ihre eigenen angeordneten Medikationen könnten dieses kontraindizieren. Dies sind nur generelle Wegweiser und Informationen für Leute, keine Verschreibung, keine Diagnose. Deiner Forschung zufolge ist scheinbar auch Titanium in der Mixtur, wieder ein weiteres Schwermetall, und Magnesium, und für lange Zeit konnte ich nicht verstehen, warum dies etwas Schlechtes sein könnte, da wir die Menschen immer ermutigen, etwas Magnesium einzunehmen. Wie auch immer, mein Bruder, der Physiker ist, gab mir per Zufall eine Antwort, die ich 2 oder 3 Jahre lang gesucht hatte. Warum sehen wir so viele Blutglümpchen und dicke, klebrige Blutplättchen? Und das ist jetzt epidemisch und ständig läuft Werbung für Blutverdünner und so weiter und so weiter. Nun, er sagte mir, wenn man einen Aluminiumion mit einem Magnesiumion kombiniert, verklumpt es das Blut. Wir haben beide davon in dieser Mixtur. Meine persönliche Wahl ist Ingwerwurzel zum Blutverdünnen. Ich nehme jeden Tag Kapseln mit Ingwerwurzeln ein. Weiter gibt es ein Kraut, Ginkgo biloba genannt, das ebenfalls das Blut verdünnt. Aber ich würde, und dies ist eine sehr wichtige Warnung, wenn jemand pharmazeutische Blutverdünner einnimmt, nehmen Sie keine anderen Mittel zusätzlich ein, weil Sie Ihr Blut so verdünnen können, dass es nicht gerinnt, wenn Sie sich schneiden. Das ist also gefährlich. Also, wenn Sie irgendwelche pharmazeutischen Blutverdünner nehmen, fügen Sie keine Ingwerwurzel oder Ginkgo biloba oder diese Art von Dingen hinzu. Wenn Sie keine pharmazeutischen Blutverdünner nehmen, sind sie gute natürliche Dinge, die Sie in Bezug auf Blutverdünnung in Betracht ziehen dürfen. Und dann werde ich die ganze Zeit von den Leuten gefragt, was kann ich tun, um einiges von diesen Dingen zu lindern. Ich meine, es ist in jedem Atemzug, den ich nehme. Das ist etwas, von dem ich denke, dass es für die Leute schwer zu verstehen ist. Das ist nicht wie zuvor. Ich konnte den Leuten sagen, bitte esst keine Margarine, bitte trinkt kein Leitungswasser. Diese Dinge sind nicht gut für euch. Ich kann die Leute nicht bitten, nicht zu atmen. Aber was ich sagen kann, es gibt Dinge, die man tun kann, um die Menge dessen zu verringern, was man hineinbekommt. Eine Sache, von der du wohl weißt, dass ich sie tue, ist eine Maske tragen, wenn ich im Freien bin. Es ist nicht komfortabel, es sieht blöd aus, ich werde angestarrt. Aber ich muss dir sagen, seit ich dies tue, habe ich eine große Verbesserung bemerkt in der Art der Symptome, mit denen ich zu tun habe. Es gibt auch etwas, eine sehr gute, ganz natürliche Substanz, die sich Heilerde nennt. Sie hat die einzigartige Eigenschaft, Schwermetalle anzuziehen, sie zu binden und dem Körper zu erlauben, sie dann durch den Darm auszuscheiden. Man findet es in den meisten Reformhäusern unter dem Namen Bentonite. Sie müssen sicherstellen, dass die Heilerde, die Sie einnehmen, zur innerlichen Anwendung bestimmt ist, weil es in den Pflegestätten Heilerde gibt, die nicht rein ist. Aber wenn Sie in Ihr Reformhaus gehen oder jemand kennen, der Heilerde in Lebensmittelqualität hat, das ist etwas, das ich täglich einnehme, um mit dem Versuch zu beginnen, diese Metalle zu entfernen, weil alle Schwermetalle sich im System sammeln. Nochmals, Leinöl, Krillöl, die Omega-3-6-9-Öle sind sehr wichtig, besonders für die Hirnfunktion während dieser Zeiten. Kaliumergänzung und eine andere Epidemie sind Nebenhöhleninfektionen. Und dieses Nasenspray mit kolloidalem Silber, das ich benutze, und ich habe eine Menge Freunde, die es benutzen, und es ist sehr effektiv als Hilfe zur Reinigung dieser Nebenhöhleninfektionen, die mit Sicherheit von all diesen Partikeln verursacht werden. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass einer der Top-Atemwegsspezialisten der Vereinigten Staaten kürzlich in einer Today-Show war. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Irgendetwas über die Atemkrise in diesem Land und er erzählt,